Was geht ab, liebe Freunde? Ich bin's, Basti. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club Sounds TV. Heute, ihr wisst es genau, mit den News, Classic und das Brett der Woche 3. In diesem Sinne, was fehlt? Chris. Nee, der ist da. Intro. Genau. Das spielt er jetzt ab. Das kann er nämlich. Auch wenn er eine Denkerpose hat. Bis gleich. Fangen wir die News doch gleich mit einem positiven Thema an. Headhunters, sein Album kommt. Yay! Ewig drauf gewartet, aber nun hat er via Instagram bekannt gegeben, oder besser gesagt Instagram Stories, dass es nun endlich soweit ist. Also bald. Nicht jetzt. Sehr bald. Sehr bald. Warum hat es so lange gedauert? Naja, laut Hardys Aussage, oder Hedy Hardy, Hartz, Headhunt, ihr wisst doch, was ich meine. Laut seiner Aussage war der kreative Prozess etwas sehr lang. Also er hat sich besonders Mühe gegeben und aus persönlichen Gründen ist das, hat sich das ein bisschen in die Länge gezogen. Ein bisschen mehr. Grund war auch sein Exclusive Deal bei Ultra Records, wo er ja vor einiger Zeit unterschrieben hatte. Dann lief es ja auch sehr gut mit einigen EDM-Tracks, bloß Hardstyle war auf Ultra Records nicht so gern gesehen. Und da ihm ja seine Liebe wieder eingefallen ist und er wieder back to Hardstyle gegangen ist, war dann die Kooperation mit Ultra nicht mehr ganz so toll und führte dann letzten Endes auch zum Break. Ist aber gut für Hardy, denn ihr wisst, sein Album kommt. Und nicht nur das, auch ein eigenes Label. Und wer jetzt denkt, Hardware Style, das Label, Moment, mit seinem Buddy Wild Styles macht er dieses. Art of Creation soll die neue Plattform heißen und ja, auch diversen neuen Künstlern eine Plattform bieten. So wie auch das Album von Headhunters. Mensch, da kommt ja dieses Jahr einiges auf uns zu, und besser gesagt für auf unsere Hardstyle-Freunde da draußen. Album von Headhunters, neues Label und jede Menge neue Musik. Klingt doch toll. Haben wir die News nicht mit einem schönen Thema angefangen, siehste, hab ich doch gesagt. Und mit wem hatte Headhunters auch schon mal eine Kooperation? Richtig, mit Steve Aoki. Der hatte ein Interview gegeben und zwar für Channel 4 News. In diesem Interview bat er unter anderem seinen Kollegen doch mal Platz zu machen für weibliche DJs und Produzenten. Es fehlen nämlich weibliche DJs und Produzenten und es gäbe halt nun mal sehr viele und die anderen sollten einfach mal ein bisschen Platz machen. Man sollte schließlich auf einem Festival Acts buchen, die geil sind. Und das sind nun mal auch viele Frauen. Okay, jetzt wäre es passend für so ein... Und nicht nur für alle Männer, die eh schon auf jedem Festival rumspielen. Also jeder Act, den man eh schon so kennt. Es gibt ja schließlich auch viele, viele Frauen in dem Business, die sehr gut auflegen oder produzieren können. Jetzt ist die Frage, hat Aoki damit wieder eine neue Diskussion aufgemacht? Weil diese Diskussion auch nicht so alt ist. Gab es ja schon mal oft, Frauen in der DJ-Szene, Producing etc. pp. Ja, bei vielen nicht ganz ernst genommen, weil gibt ja auch viel Topless und viel, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele talentierte DJs und viele talentierte Produzentinnen. Schwieriges Thema eigentlich nicht, denn so wie Aoki auch sagt, wer gut ist, der soll spielen. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Oder seht ihr das anders? Eure Meinung bezüglich weiblichen DJs einfach mal gerne unten in die Videobeschreibung. Und zum Schluss wieder mit einer tollen, super, mega geilen Nachricht. Mensch, super angefangen und gut aufgehört. Ist nochmal eine geile Sendung, würde ich sagen. Paris Hilton spielt nicht mehr auf Ibiza. Es gibt doch einen Gott. Nachdem das Cocoon nun im Pascha stattfindet, hat auch das Amnesia gesagt, nö, auf Paris Hilton und ihre Veranstaltung haben wir keinen Bock mehr und einfach mal rausgeschmissen. Also, Moment, ganz ruhig, rausgeschmissen, angeblich, also es ist nicht offiziell rausgeschmissen, aber die kannst du doch noch rausschmeißen. Ja, komm, die wurden rausgeschmissen. Paris hat sich bei ihren Fans aber auch nochmal bedankt für diesen geilen Support auf der Insel und für die unvergesslichen Nächte und es hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich. Ich glaube den Leuten aber nicht. Also, das glaube ich nicht. Nun ist aber das Ganze vorbei. Paris hat sich verabschiedet und findet nicht mehr auf der Insel Ibiza statt. Moment. Ich habe gesagt, wir hören mit einer guten Nachricht auf. Hauen wir noch was Schlechtes hinterher. Sie findet nicht mehr auf Ibiza statt, aber auf Mallorca. Richtig, denn Paris geht jetzt auf die Insel Mallorca und macht da ihre Party. Aber ganz ehrlich,
da gehört sie dann noch, glaube ich, hin, ne? Also Ballermann, und das ist doch eher ihre Abteilung. Wie findet ihr das Ganze? Alle Mallorca-Urlauber, kennt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Club Sounds 2000er. 4 Stunden mit den größten Clubhits der 2000er auf 3 CDs. Mit Stromae, Benny Benassi, Disco Boys und Cascada. Club Sounds 2000er. Kommen wir nun zu unserem Brett der Woche, und da haben wir was ganz Leckeres für euch. Also lecker, was ich so finde. Also ich finde die Nummer überragend. Chris hat nur gesagt, oh mein Gott, das klingt doch alles scheiße. Das ist doch alles gleich. So, er klingt doch wie der letzte Scheiß, wie der da hinten auch. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, dass sich eigentlich alles in der elektronischen Musik gleich anhört. Und er hat auch da gemeint. Sieht nicht rosig aus für die elektronische Musik. Trotz alledem ist nun unser Brett der Woche Tyrone Happy mit Anyway. Und das Ding ist einfach nur meiner Meinung nach richtig geil. Super coole Vocals. Wir haben einen schönen, ja, Marathon, Tropical, Deep House, Poppy Vibe. Und ist einfach eine super coole Nummer. Geile Harmonien, geht nach vorne, geil abgemischt, super Groove und Vocal Pitchline und alles mega. Ich finde die Nummer einfach genial. Wenn ihr sie auch geil findet, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Wenn nicht, haltet die Klappe. Hier ist also unser Brett der Woche. Ain't complicated, it's just a trade. We can upgrade it if you feel the same. Why would we settle for something lesser? Sometimes I mess up and call him your name. Is it love on the brain? We keep on checking up on each other. Don't let my head down tonight, but at the end of the night, baby, he can't forget it, cause you're coming to get it. Cause I waited, I waited, I waited for a guy like you. To save me, to save me, to save me from the other dudes. If you want me, you don't have to chase it like the others do. Cause baby, you, only you, you got me. Zeit für unser Classic of the Week, und wir waren ja bei den News schon ein wenig bei Ultra Music oder Ultra Records, dann können wir auch musikalisch da auch nochmal bleiben. Also würde ich sagen. Und zwar ist unser Classic dieses Mal Lauren Wolf mit No Stress. Und das Teil wundert mich eigentlich, dass wir das noch nicht in den Classics hatten. Und wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, Basti, das hattet ihr bereits schon dreimal, dann tut es uns leid. Aber ich glaube, nein, wir haben es nicht in den Classics gehabt. Wo das Ding aber auch vertreten ist, ist auf unserer Club Sounds 2000er Compilation. Haha, hättest du nicht gedacht, ne? Eingebunden, wie auch in den letzten Wochen. Job erfüllt. Die Compilation, heiß begehrte Compilation, könnt ihr euch jetzt sichern. Link dazu unten nochmal in der Videobeschreibung. Und hier ein Track von der Compilation. Hier ist Lauren Wolf und No Stress. Viel Spaß. I don't wanna work today. Maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress. I know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. No stress.
Sikorski an dieser Stelle. Das war Club Sounds TV für dieses Mal. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Nicht vergessen, Club Sounds Playlist Spotify, Forum, ne? Forum.clubsounds, ne? Ihr Link unten in der Videobeschreibung. Nicht vergessen, Video Daumen nach oben, abonnieren, Glocke. Das habe ich alles, habe ich auch. Kommentar, Playlist, Forum, alles eigentlich zu weit abgearbeitet. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, tschüss Sikorski und bis bald zu einer neuen Folge Club Sounds TV. Ja, hab ich dann? Hab ich auch? Yes.